Jetzt geht's wieder. Liebe Fans des LASK, liebe Freunde von seit 1908, Reini Drift ist nach einer längeren Pause wieder zurück. Reini Drift Folge 17 haben wir bereits. Wie ihr wisst, wir haben Ende des letzten Jahres unseren Gast Ivica Vastić begrüßen können. Wir haben jetzt wieder eine Legende bei uns, eine echte LASK-Legende und ein Cup-Finalist aus dem Jahre 1999. Reini Drift Folge 17 ist auch eine Spezialausgabe zum Cup-Finale gegen Red Bull Salzburg am 1. Mai. Jürgen Kautz, ich darf dich sehr herzlich bei mir in der Sendung begrüßen. Hallo. Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Jürgen, sehr, sehr viele Fans, gerade jüngere Semester, denen wirst du vielleicht nicht mehr unbedingt etwas sagen. Deshalb wäre es am Anfang vielleicht, wie ich es bei Reini Drift oft mache, ein kleiner Wordrap, wo du ein bisschen vorstellen kannst und wo man dich vielleicht ein bisschen näher kennenlernen kann. Wärst du da einverstanden? Stehe natürlich total bereit für solche Sachen und die Jüngeren sollen mich auch kennenlernen, ne? Oder? Das ist sicher. Und außerdem, zu den Älteren zählst du ja selber noch nicht. Naja, gut, ja. Ja, bin so euer Medium quasi. das ist auch gleich das erste Wort beim Wordrap. Alter? 46. 46 Jahre. Dein Familienstand? Ledig, zwei Kinder. Okay, Burschen, Mädchen. Zwei Töchter. Ja. Zwei Töchter. Flora und Rosalie. Ja, Gott sei Dank nicht viel Fußball am Hut. Kann ich privat Fußball ein bisschen beiseite geben, ist auch nicht so schlecht. Also die werden keine Damenprofis bei St. Pauli. Das ist ja nicht so wild, Fußball. Sport und gerne, aber Fußball ist ja nicht so wild. Naja, gut, soll mal recht sein. Du, dein aktueller Beruf? Ja, ich bin Spielerberater, Spielermanager, habe ein bisschen mit dieser Terminologie zu kämpfen, weil ich fühle mich einfach als Begleiter und Entwickler von jungen Fußballern. Ne? Und da kommen natürlich viele Facetten zum Zug. Und das Wort Manager ist sowieso was, mit dem ich mich nicht so richtig anfreunden konnte. Aber ja, ist halt so. Position als aktiver Fußballer? Ja, ich habe es geliebt, mich am ganzen Platz zu bewegen. Und demnach war für mich so, wo die Grenzen ein bisschen offen waren, in der Zentralen, Mitte, eine Nummer 8. Das hat mir am besten gefallen. Nicht jeder Trainer hat das auch so gesehen wie ich. Bin viel auf der Seite auch gewesen, linke und rechte Seite, wenn ich mich erinnern kann. Und weil ich doch auch zu den Schnelleren gehört habe, habe ich ein bisschen gerne auf die Seite gestellt. Aber ja, also ich habe mich selber sehr gerne in der Zentrale gesehen. Du und Jürgen, dein Vorbild als Sportler muss nicht unbedingt auf Fußball bezogen sein. Ja, Fußball ist natürlich schon in erster Linie Fußballer, muss man ehrlich sagen. Wobei jetzt mit dem Alter andere Sportler auch einfach an immer wieder faszinieren, aufgrund ihrer besonderen Fähigkeit oder Einstellung zu dem Sport. Aber grundsätzlich waren es in der Jugend waren's Fußballer, da halt irgendwo so die Besten, die herumgelaufen sind. Ja, das ist da ein Ruth Gullit war oder ein Van Basten. Sehr gefallen hat mir natürlich ein Diego Maradona. Ich hatte zwei Poster auf der Innenseite meines Kastens. Weil außen wollte das nicht. Wollte diesen Fan-Utensilien haben, muss ich ehrlich zugeben. Aber auf der Innenseite war links der Maradona für die linke Klebe und rechts der Lothar Matthäus, zwei sehr unterschiedliche Fußballer, aber irgendwo haben mir die gefallen. Ja. Ja, genau. Einer von den Zweien hat uns ja leider gerade vor kurzem verlassen. In Argentinien hat das natürlich ein großes Loch gerissen. Ja, es sind ja verschiedene Tokus auch gelaufen und man, glaube ich, die haben das sehr gut wiedergespiegelt, diese Karriere von Diego Maradona und sind einfach auf die Welt gekommen und Fußball war sein Katalysator fürs Leben. Konnte am Platz, hat er ihm gesagt, sind alle Probleme vorbei. Und da sind alle gleich. Und ich glaube, das ist auch Fußball irgendwo. Ja, wo man wirklich, für mich war das auch so. Am Fußballplatz, da habe ich an nichts gedacht. Da habe ich nicht gewusst, wo habe ich Schulprobleme, ist dort oder da irgendwo ein Problemchen. Bin ich einfach in der Sache gewesen und das war auch was Wunderschönes. Und Maradona hat das sehr gespiegelt, diese Emotionalität und Leidenschaft für diesen tollen Sport. Ja.
Natürlich gibt es auch Kehrseiten bei ihm, aber das ist nicht das Thema, was ich besprechen sollte. Mich hat mir als Fußballer extrem gut gefallen. Genau. Was ist denn dein Lieblingssport außer Fußball? Ja, außer Fußball, ich muss ehrlich sagen, jetzt mittlerweile, Sport kann man das nicht nennen, aber ich gehe extrem gerne in die Bergen wandern, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das ist ein bisschen das Naturerlebnis, das mir da sehr viel gibt. Ja, war jetzt gerade erst in Vorarlberg, im Bregenzer Wald, wunderbar wandern. Herrlich. War herrlich. Also nicht nur, ich hatte auch beruflich was zu tun, aber die Freizeit. Aber an sich war es immer der Ballsport. Bin ein Ballsportler, sprich Tennis habe ich gern gehabt. Und gerade so am Anfang, so in jüngeren Jahren, Tischtennis. Ja, na, immer wo ein bisschen Ball dabei war, hat mir gut gefallen. Ja, ja, super. Stichwort, wir haben ein Cup-Special, das nächste Stichwort ÖFB Cup. Ja, geht's um die Wurst, K.O., ne? Siegen oder verlieren? Einer fliegt raus. Einer fliegt raus, so ist es. Ja. Das also ist ein Cup für mich und ja, selber natürlich auch einmal ein gutes Erlebnis. Grundsätzlich auch in jungen Jahren schon Cup-Sieger mal und dann mit Lars Kleider. Ja, haben wir dann nicht den schlussendlich großen Erfolg da gelandet, aber waren auch sehr gut, sagen wir mal so, in dieser Zeit. Ja. Stichwort LASK. Ja, ja, LASK ist, das sagt es öfters so in Wien, wenn wir natürlich die Leute fragen, nachdem ich für Austria und für Rapid gespielt habe, als einer der wenigen Spieler, für wen ich jetzt wirklich halte. Und da sage ich immer, ja, für keinen von beiden. Weil die schönste Zeit war wirklich in Linz, und zwar vom ersten Tag an und nahezu bis zum letzten. Bin da wunderbar aufgenommen worden. Es war in Linz ist Fußspielen toll. Der LASK, der Verein, ist ein toller Verein. Und vielleicht auch, weil die Oberösterreicher mir irgendwie immer sehr sympathisch waren. Sie sind ein sehr angenehmes Volk, die Oberösterreicher. Danke. Bin rausgekommen. Na, das ja, sind nicht so... Wie Sie sagen, die Österreicher sind gemütlicher, ja, das gefällt mir, ja, einen guten Schmäh und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe auch noch immer viele Freunde in Linz, ja, komme auch hin und wieder. Also ja, LASK ist mir, liegt mir wirklich am Herzen, weil es vielleicht bei mir auch selber ganz gut gelaufen ist. Danach hatte ich ja doch einige Problemchen mit Verletzungen auch und ja. Stichwort Nationalteam, du hattest 2 Einsätze. Ja, Nationalteam. War so, dass ich eigentlich alle Jugendnationalteams hatte. Ich glaube, ich habe die meisten Jugendnationalteam-Spiele mit unter 21 Team insgesamt was gemacht und bin dann schon relativ früh mal einberufen worden ins Nationalteam. Aufgrund einer Verletzung konnte ich dann nicht und musste dann wieder warten. Und der letzte LASK-Trainer, Otto Baric, wurde dann Nationalteam-Trainer und hatte dann die Ehre, dass er mich als Nationaltrainer dann auch einberufen hat. Bin dann leider durch eine Verletzung nur 2-mal dabei gewesen und auch durch diese Verletzung dann auch nie wieder eigentlich in diesem Niveau gewesen, wo ich dann fürs Nationalteam hätte zur Verfügung stehen können. Du, Lieblingsmusik? Ja, Lieblingsmusik ist je nach Stimmungslage, je nach Emotion, wie man sich fühlt, je nach Tageszeit, vielleicht auch in der Früh hört man vielleicht was anderes als am Abend. Und ist deswegen sehr divers, sehr breit gefächert und habe dann immer vielleicht so über eine gewisse Periode hinweg, gehe ich in eine Richtung und dann tut sich was Neues auf. Ja. Okay. Kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, was als Vivo. Ja. Sehr breit. Wenn dir ein Koch eine Frage stellt, was möchtest du essen, ein Sternekoch? Was würdest du dem Sternekoch sagen, was ist der Lieblingsspeise? Ja, wenn mich ein Sternekoch fragt, dann sage ich das, was er am liebsten und am besten macht, dann soll er mal das kochen. Auch da ist es... Esse ich leider Gottes viel zu gerne. Bin da, sage ich mal, auch mittlerweile schon ein bisschen das Kampfgewicht erhöht, sage ich mal so. Dramatisch erhöht. Und okay. Das ist auch ein Grund, weil ich wirklich gerne esse, ja, und gut esse. Ja. Koche auch selber gerne. Und da ist es auch sehr unterschiedlich. Ich mag unsere heimische Küche gern. Aber natürlich gibt es auch schon den einen oder anderen südländischen Klassiker, den ich gerne mit aufnehme. Ja, bin neugierig. Also von Fisch, Fleisch, auch alles dabei. Ja, kann man sagen. Sehr gut. Wir sind in keiner Kochshow jetzt. Nein, das sind wir noch nicht. Ja. Dann gehen wir wieder zurück zum Fußball. Damit haben wir unseren Wordrap eh beendet. Wie kam denn die Liebe zum Fußball, der junge Jürgen Kautzwiesen, der dazugekommen, dass er aufs runde Leder tritt? Ja, da bin ich dazu genötigt worden quasi.
Ja, insofern, dass mein Vater und mein Bruder Fußballer waren. Mein Vater war dann Trainer auch bei einem Club, den es nicht mehr gibt im Amateurbereich, am Akademischen Sportclub Wien. Oh. Der war mitten in der Hauptallee im Prater, im grünen Prater ist der Platz gelegen. Und da hat er seine Spiele, seine Trainings gehabt. Und die Mama ist jetzt halt dann am Wochenende mit. Und mit 1,5 Jahren war sie mein erster Fußballpartner. Dann ist man relativ schnell zur Fahrt geworden und bin dann zu meinem Vater übergegangen und war dann auch in jungen Jahren einfach schon, habe ich schon mit der Mannschaft, mit der Kampfmannschaft mittrainiert, halt so als Nesthäkchen und war einfach immer noch am Fußballplatz. Ja. Und war für mich einfach ja, die große Freude. Jedes Mal, wenn die größte Strafe war, wenn mein Vater sagt, oh, heute nicht mit, dann bin ich heulend ins Zimmer gelaufen. Ja, Fußball, wenn mir das jemand verboten hat, dann. Da war für mich, da war das Ende nahe für mich. Also, war das Zimmer dann wahrscheinlich auch immer aufgeräumt? Ja, das Zimmer, nein, es ist so, dass sie meistens immer Erbarmen hatten. Dann. Sie haben mich dann ins Zimmer geschickt und gesagt, du hoch zu, heute nicht mit am Fußballplatz. Und dann haben sie aber dann das Ergebnis gesehen, wo sie das nicht übers Herz gebracht haben, mich zu Hause zu lassen. Hatte ich noch eine zweite Chance, die ich dann genutzt habe. Du, dich hat sie dann in weiterer Folge zu den Veilchen gezogen, zu der Wiener Austria. Hast dort im Jugendbereich gespielt. Wie hat sich denn das ergeben? Ja, das hat sich ergeben, weil ich als Jugendlicher schnell sehr gut war und ich dann von den großen Vereinen sofort angerufen wurde, ob ich nicht zu ihnen kommen will. Begonnen habe ich beim Wiener Sportclub. Auch mein Vater und mein Bruder haben dort ihre ersten Fußbälle kaputt gemacht oder Fußballschuhe zusammengetreten. Also bin dann relativ schnell zur Austria gekommen und war dann schon eine gute Jugendzeit. Ja. Die Austria hat mir das ermöglicht, auch viele internationale Turniere zu spielen. Ich glaube, dass die Ausbildung bei der Austria damals auch am damaligen Zeitpunkt auch richtig gut war und bin dann sehr, sehr früh Fußballprofi geworden mit 16 Jahren. Die ersten Trainings absolviert und auch das erste Cup-Spiel zum Beispiel gespielt habe. Und unter Herbert Prohaska damals. Oh, eine Legende. Grundsätzlich eine gute Jugendzeit, dann in der Profizeit, auch da mit Höhen und Tiefen natürlich, aber grundsätzlich schon eine positive Zeit bei der Austria. Ja. Also dich hat der Herbert Prohaska aus dem Jugendbereich in den Profibereich geholt. Wie war denn da das Feeling? Wie kannst du an den Tag noch erinnern, wie er dich gefragt hat? Ja, das hat sich dann so ergeben, dass einfach international, ich hatte U16 Europameisterschaft gespielt, damals die Deutschen geschlagen und was der Teufel war, also richtig gut gespielt, ich war dort Kapitän auch und ja, das war so, ja, auch damals so ein großer Erfolg und das ist auch nicht im Verborgenen geblieben und hatte dann aus dem Ausland Möglichkeiten, es war damals gänzlich unüblich eigentlich. Aber es war tatsächlich AC Milan, die mich da angerufen haben. Oder nicht mich, sondern bei meinen Eltern da vorstellig wurden. Und aufgrund dieses großen Interesses vom Ausland ist die Austria dann wirklich schnell auf mich zugekommen und gesagt, du Jürgen, gerade der Prohaska, du bist der Austrianer, bist ein Veilchen und sollst deine ersten Profi-Jahre bei uns verbringen. Ja. Und vom Prinzip her war das dann auch für mich gefühlt einmal das Richtige, weil diese Erfahrungen mit Ausland als Junger, das Jugendliche, das hat es ja damals wirklich nicht gegeben. Ja. Also so wie es heute ist, wo schon wirklich Usus ist, wo man aus gewissen Erfahrungsschatz gewisse Dinge ableiten kann, hat es damals nicht gegeben. Deswegen auch mich entschieden, dass ich in Österreich bleibe. Ja. Mhm. Es ist ja dann in späterer Folge zum Wechsel zum LASK nach Linz gekommen. Wie ist denn das zustande gekommen? Du bist 1995 ein Schwarz-Weißer geworden. Wie ist das gekommen? Wie ist das gekommen? Vom Prinzip her wollte ich unbedingt weg von der Austria. Es war damals ein deutscher Trainer im letzten Spieljahr da. Und für mich war das klar. Ich habe das auch gespürt, dass ich da weg musste. Bin dann mit dem eben nicht so klar gekommen. Das ist der Egon Cordes, ganz ein berühmter Trainer. Der Schleifer Egon. Ja. Das war aber nicht das Problem, sondern wir sind menschlich überhaupt nicht zusammengekommen. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu vorlaut meinen jungen Jahren ihm gegenüber. Habe halt gewisse Meinungen vertreten. Ja. Im Fußball ist es so, dass man eine Meinung vertreten in Ordnung ist. Grundsätzlich, aber es gibt Leute, die das nicht gut aushalten. Und von daher hat es dann einfach nicht mehr gepasst.
Und für mich war das dann schon eine Befreiung, nach Linz zu kommen, denn dann erstmalig auch nicht bei den Eltern gewohnt. Es war quasi so ein Auszug in die Freiheit. Und zwar dort von in Linz, aufgrund der Mentalität, die mir auch sehr zugesagt hat, von Anfang an extrem sympathisch. Ob das der Zeugwart war, der mich da sofort mit offenen Armen empfangen hat. Auch die anderen Spieler haben gewusst, okay, da kommt ein guter Junge aus Wien. Und dann war es aber auch gleich ganz gut. Ja, also die Leistungen haben gleich von vornherein ganz gut gepasst. Und mit der guten Leistung, sage ich einmal, und mit dem Gepaart, dass man sich wohlfühlt, ist schon mal sehr verheißungsvoll, dass es funktionieren kann. Das Also. heißt, du hast dich auch abseits des Sports in Linz sehr wohl gefühlt. Das waren ja noch die 90er Jahre, wo man ja noch die eine oder andere Geschichte von zum Beispiel einem Bayern-Profi wie dem Mario Basler kennt, der auch auf der Partymeile ab und zu anzutreffen war oder ein Schachterl Marlboro einmal am Tag geraucht hat. Wie hast du deine Freizeit in Linz verbracht? Ja, grundsätzlich einmal ist es schon richtig. Es war ein bisschen vor, eine Generation vorher, meiner Meinung nach, wo wirklich, sagen wir mal, Zigaretten total normal waren, ja, zum Okay. Beispiel. Es ja, war ein bisschen eine Generation vor mir jetzt. Also, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil es dann notwendig ist, ja. Aber ich für mich kann nur sagen, dass ich da eigentlich sportlich gelebt habe, dass es für mich auch aufgrund meines Ehrgeizes nie so kompatibel war. Und während der Zeit, ja, ich schon den Fokus hatte, dass ich da. Ja, für mich ja, das Sportliche einfach im Vordergrund steht. Ja. Ich glaube aber, dass natürlich es ein bisschen locker war, als es heutzutage ist. Ja. Hat aber auch andere Gründe. Ja. Die Gründe des freien Lebens, sage ich jetzt einmal, heutzutage ist man sicherlich mehr beobachtet als damals. Und deswegen ja, ist es noch leichter gegangen, auf alle Fälle. Ja. Du hattest ja ziemlich viele Trainer in diesen 5 Jahren, wo du beim LASK gekickt hast, unter anderem den Günter Kronsteiner, der dich geholt hat, dann eine deutsche Trainerlegende, der Friedel Rausch, dann der Mister Viererkette, Per Brogeland, den Adam Kenzi, Otto Maximale Baric und mit dem Marinko Koljanin warst du nachher im Cup-Finale. Wer von diesen Trainern hat dich denn am meisten beeindruckt? Wo hast du am meisten mitgenommen eigentlich? Ja, es waren alle für sich gute Trainer und jeder natürlich mit einer anderen Handschrift. Der Kronsteiner hat mich geholt zum LASK. Ja, also das hat sich dann schon so übergeben, auch über den damaligen Sportdirektor, den Max Hagmeier. Da ist der Kontakt eigentlich über meinen Bruder gekommen. Mein Bruder hat den Kontakt gehalten mit Max Hagmeier und Kronsteiner. Und so ist es dann gekommen, dass ich zum LASK gegangen bin. Und Kronsteiner hat mir gleich von vornherein ein gutes Gefühl gegeben. Mich gut integriert, hat mir gewisse Stellenwert in der Mannschaft gegeben als jungen Spieler. War natürlich auch gut, dass Markus Weißenberger mit dabei war, der quasi mein kongenialer Partner war beim LASK und im Nationalteam. Wir sind selber Jahrgang. Also wir sind die ganzen Jugendnationalteams durchgegangen miteinander und dann auch gleichzeitig zum LASK gewechselt und hatte dann gleich einen Good Buddy quasi an meiner Seite, was auch immer natürlich immer angenehmer ist, wenn man wo neu hinkommt. Ne? Vorarlberger und der Wiener treffen sich in Oberösterreich. Ja, das war immer schon witzig. Wir sind nämlich im selben Zimmer gewesen im Nationalteam. Und anfänglich konnte ich in Weiße, wie man sagt, sehen, oder Wiesel, sein Spitzname, konnte ich wirklich nur schwer verstehen. Ja, also das war mir auch nicht schwer, aber ich war sehr höflich und aufmerksam und hab das dann mittlerweile sukzessive gelernt, das Vorarlbergische. Und schlussendlich war ich ja auch dann sehr lange in Vorarlberg nach, oder sagen wir mal, meine letzte Station war Altach und Bregenz. Bin dann dort geblieben, habe dann studiert nachher dort Unternehmenskommunikation. Bin dann relativ lange in Vorarlberg geblieben. Aber mein erstes Vorarlberg kennenlernen war der Markus Weißenberger. Ja. Ja, Ja, wir haben uns am Fußballplatz gut verstanden. Ob man seine Worte so gut verstehen konnte, war in dem Fall nur sekundär. Ja, und trainermäßig dann, ja, Friedel Rausch war ein bekannter Trainer aus Deutschland, selber Fußball auch gewesen, war auch irgendwie ein Witziger, der hat. Beim LASK, in der alten LASK-Fußballgelände hat er das Gebäude verändern lassen, hat plötzlich seine Kabine ein, weiß ich nicht, 3x3 Meter großes Fenster einbauen hat lassen und hat bei Regenwetter dann quasi aus der Kabine heraus das Training geleitet. Wollte er nicht Also. gehen. Ja, da war er halt schon ein bisschen älter, hat sich gedacht, den regnet durch mich nicht an. Es war ganz witzig, er hat also richtig, wirklich knallhart umbauen lassen. Und ja, bei schönem Wetter
Fußball, Tennis war seine Leidenschaft. Jeder musste mal mit ihm spielen oder gegen ihn spielen. Auch da hat er am LASK-Gelände einen Fußball-Tennisplatz anlegen lassen. Ja, war ganz witzig mit ihm. Ja. Und der Per Brogeland, der Mr. Viererkette. Ja, Mr. Viererkette war wirklich ein Novum. Ja. Klar hat man schon mit damals schon vorher mal, aber Viererkette auf einer Linie, auf dem Mittelfeld eine Linie, 4-4-2, klassisch, also dieses System, wir waren da wirklich die Ersten durch Brogeland. Ja. Und das war auch das System, wo ich dann, oder durch Progeland, wo wirklich einmal ich überhaupt Fußball kennenlernen durfte, was Fußball auch ist. Ja. Ich glaube, ich hatte ein ganz gutes Gefühl, taktische Natur, aber wirklich, worauf es ankommt und punktgenau, das hat mir dann Per Progeland beigebracht, auch mit seinen Videostudien, ja, die dann stundenlang zum Teil gegangen sind, ja, in der Woche, aber ich habe davon wirklich gezehrt. Ich habe wirklich dann kapiert, worum es geht und war dann eigentlich taktisch geschult in einem Alter, auf Jahre hinweg, was mir sehr geholfen hat. Ja, ja, ich meine, die Spielweise von Per Brogeland war ja auch sehr fanfreundlich, weil es sind immer sehr, sehr viele Tore gefallen. Leider nicht nur ins gegnerische Tor, aber es waren große Torfestivals. Das hat natürlich uns LASK-Fans auf der Google immer sehr beeindruckt. Was ist denn dir noch von den LASK-Fans und von der Google so prägend in Erinnerung geblieben? Gibt es vielleicht ein spezielles Spiel oder wie sind deine Eindrücke und deine Erinnerungen da? Also meine Eindrücke sind so, dass ich wirklich hier ganz viel positive Erfahrungen sammeln konnte. Ja, die LASK-Fans waren für mich sind mir gegenüber sehr positiv eingestellt gewesen. So denke ich mir, vielleicht irre mich jetzt auch mein Gefühl, sagt mir das, dass ich hier sehr, sehr positiv immer wahrgenommen wurde und auch irgendwo meine Leistung anerkannt wurde. Und das war natürlich schon sehr aufbauend für mich als Spieler, dass ich da einfach ein Standing hatte. Ja. Und die Google selber, muss ich auch dazu sagen, freut mich wahnsinnig, dass sie den Standort beibehalten haben mit dem neuen Stadion. Die Google ist für mich was Spezielles. Das ist eine Fahrt hinauf auf die Google. Ja. Und früher mussten wir ja zu den Heimspielen mit den eigenen Autos fahren. Sind dann halt, weiß ich, 2 oder 3 Stunden vor dem Spiel haben wir uns getroffen. Ja. Diese Fahrt zur Google ist immer schon, da bin ich immer, desto näher gekommen bin, war ich schon elektrisiert. Dann habe ich schon gefreut aufs Spiel und war schon richtig ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, einfach schon gängig, wie man so schön sagt. Wenn man dann vielleicht auch die Fans mit den Fahnen schon hinaufziehen sieht. Ja, ja, ich meine, wir sind schon sehr früh zum Stadion hingegangen, ja. Aber natürlich, dann gibt es da die Leute, die den Parkplatz schon bewachen und Ding. Und dann kommt, ja, wer bist du? Ah, Katzi, komm rein, ja, super, viel Glück halt und so. Das ist immer ein geiles Gefühl gewesen. Und ja, nein, also sehr, sehr positiv, ja. Wunderbare Zeit gewesen. Es waren auch wirklich teilweise viel Zuschauer bei uns, sehr viel Zuschauer. Also nahezu 20.000, 22.000 war, glaube ich mal, das meiste auf der Google, wo ich gespielt habe. Also es ist schon eine gute Menge und Stimmung gut, obwohl, ja, Laufbahn und so, ja, also das ist natürlich kein klassisches Fußball, aber ich habe das trotzdem, es war mir sympathisch. Mhm. War mir ja, immer sympathisch. Ja, es einerseits freut man sich aufs neue Stadion, auch als Fan, aber andererseits hängt halt auch viel Erinnerungen und Nostalgie an der Google. Ja, also die Trennung ist... Nostalgie muss per se nichts Schlechtes sein, ja, eben. Weil an schöne Zeiten sich zu erinnern, ist ja was Feines, ja, damit so mitleben gewisse Spieler und Spiele noch immer mit, ja, weil man sich an sie erinnert und von dem her ist Nostalgie für mich jetzt keine schlechte Sache. Na, auf gar keinen Fall. Du, vor 22 Jahren jetzt gut, 1999, LASK gegen Sturm Graz im Finale des ÖFB Cup. Es ist ein Cup-Special zum ÖFB Cup. Weißt du noch damals ungefähr den Weg, den ihr damals genommen hattet, hin ins Finale? Ja, na, muss ich ehrlich passen. Ja, ich meine, das eine oder andere ist mir ein bisschen noch in Erinnerung geblieben. Aber so jetzt in der genauen Reihenfolge und so wüsste ich jetzt gar nicht. Auch selber vom Spiel her weiß ich noch schon ein paar Sachen natürlich, aber witzigerweise kann man sich an die Details jetzt nicht mehr ganz so erinnern, bis auf das. Ja, Elfmeterschießen so dann. Aber nein, weiß ich nicht mehr genau. Vielleicht kannst du noch mal sagen. Ja, wir fangen beim Achtelfinale, haben wir im Spital an der Drau 0-1 gewonnen. Dann waren wir eben im Ländle beim Markus Weißenberger zu Hause. Da haben wir gegen die Austria Lustenau im Viertelfinale auch mit 0-1 gewonnen. Okay. Und dann
hatten wir die große Ehre, Rapid im Halbfinale aus dem Cup zu kegeln und haben dort einen 0:2 Auswärtssieg gefeiert, also lauter Auswärtsspiele. Lauter Auswärtssiege, Wahnsinn, ja. Genau, und dann im Finale sind wir dann eben auf Sturm Graz getroffen. Ja. Deine Erinnerungen an die ersten 90 Minuten vielleicht? Ja, meine Erinnerung ist so, dass natürlich Sturm Graz damals State of the Art war in Österreich. Das war ganz, die haben eine ganz hohe Benchmark gelegt, die waren stark, gute Spieler gehabt. Und wir waren damals schon, sage ich mal, von der Mannschaft her nicht mehr ganz diese Spitzenmannschaft, weil schon einige Verkäufe waren. Und aber trotzdem noch eine gute Partie waren. Und ja, es war meiner Meinung nach ein Spiel auf Augenhöhe. Ich kann mich noch erinnern, dass ich wahnsinnig viel laufen musste in dem Spiel. Ich war natürlich top motiviert und ja, habe fast keinen Ball irgendwie einmal locker lassen, sondern bin da wirklich sehr akkurat am Spielfeld gewesen. Und waren auch wirklich gut. Ich kann mich erinnern, es war ein gutes Spiel. Wir waren da auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser. Für mich gefühlt jetzt, ich meine, ich müsste jetzt mir das nochmal anschauen, aber mein Gefühl von damals war, dass wir gut waren. Und es war halt auch gegen eine Spitzenmannschaft. Und ja, die ersten 90 Minuten unentschieden. Dann ist es in die Verlängerung gegangen. Und ich kann mich erinnern, dass dann mit der Zeit in der Verlängerung, durch das, dass die Laufleistung auch sehr hoch war bei mir, dann schon langsam Krämpfe Einzug gehalten haben und ich in Wahrheit eigentlich jeden Ball nur mehr direkt gespielt habe. Ja, also jeder Ball, der gekommen ist, habe ich direkt weitergespielt, weil jeder Schritt war die Gefahr eines Krampfes da und ich habe gedacht, jetzt muss ich safe spielen, nicht, dass ich da irgendeinen Bock schieße auch noch zum Schluss. Also dann habe ich clever spielen müssen, habe dann das Spiel einfach relativ schnell gehalten. Ja, konnten dann auch nicht mehr der eine oder andere Mannschaft irgendwelche großen Akzente setzen. Deswegen kam es dann auch zum Elfmeterschießen. Ja, genau. In der regulären Spielzeit und in der Nachspielzeit ist es ja 1:1 gestanden. Also Ivica Vastic hat ein Eigentor erzielt. Danke, Ivo. Dann hat der Mario Haas den Ausgleich erzielt und dann ging es eben ins Elfmeterschießen. Erster Schütze überhaupt, Jürgen Kautz. Legt das können wir jetzt auslassen. Da können wir jetzt weiter. Da gehen wir ins nächste Jahr jetzt. Ja, Jürgen nein, Kautz legt sagen, sich ja, den Ball auf den Punkt. Ich glaube, ich war damals der Kapitän der Mannschaft auch, wenn ich mich erinnere. Und es war eine gute Partie von mir. Wie gesagt, es waren dann die Krämpfe da und ich wollte auch Verantwortung übernehmen. Ich wollte auch schießen den Elfmeter. Also es ist jetzt keine Ausrede irgendwie. Aber im Nachhinein muss man ehrlich sagen, mit Krämpfen schießen ist nicht gut, ja, und war auch komplett schlecht geschossen von mir, der Elfmeter, da war keine große Torhüterleistung notwendig, die hat er mit dem Kapperl runtergefangen, und ja, war kein guter Start für uns Lasker, muss ich schon sagen, also da habe ich jetzt ein bisschen einen Bärendienst unserer Mannschaft, mit dem, dass ich angetreten bin, ja. Ja, noch dazu, weil der Ivo dann das Tor gemacht hat. Der Klaus Rosiano hat sich dann dir angeschlossen und hat auch verschossen. Ja, genau. Hat sehr gute Anleihe genommen an mir. Ja. Dann hat auch der Mario Haas getroffen. Der Markus Weißenberger hat dann für den Lass getroffen. Der Markus Schopp für Sturm. Der Christian Stumpf dann nochmal für uns. Und dann der aktuelle Teamchef, der Franco Foda, hat es dann leider zugunsten von Sturm Graz entschieden. Ja, und dann durften die den Pokal in die Höhe halten. Schmerzhafter Moment? Ja, schmerzhaft schon, auf alle Fälle. Ja. Ich sage immer, wenn jemand gut spielt, ja, dann ist für mich das schon sehr wichtig. Ja. Man kann erobern, den Haupt ist auch vom Platz gehen. Und für mich sind Niederlagen immer so gewesen, wo ich sage, geärgert über Niederlagen. Gerade sowas will man gewinnen, das ist ganz klar. Ja. Also da brauchen wir nicht reden. Ja. Aber geärgert habe ich mich, wenn ich schlecht gespielt habe, wenn ich nicht die notwendigen Dinge gemacht habe und wir auch noch verloren haben. Dann war ich nicht, dann hat mich keine Anreden gebraucht. Ja. Aber wenn ich eine gute Leistung gebracht habe, dann ist für mich also ein ehrenvoller Ding. Und das haben die anderen besser gewesen. Okay, ich habe mein Bestes gegeben, die anderen waren besser. Nächstes Mal schauen wir uns wieder neu an. Ja. Das ist für mich, da kann man auch mit einem gewissen Stolz verlieren, sage ich. Ja. Und das war auch damals so beim Finale. Da hat man trotzdem wieder einen gewissen Stolz auch aus der Kabine rausgehen können. Ja. Du, die damaligen Spieler, zu wem hast du noch Kontakt? Gibt es da noch ein paar, mit denen, oder weißt du noch einige Spieler, mit denen du da damals das Finale bestritten hast? Ja, also jeder besagte Markus Weißenberger,
wir vorher schon geplaudert haben, war auch da noch mit dabei. Es war Eugène Dady, Brandon Augustin, die zwei Stürmer aus Afrika quasi. Ja, auch zwei, beide. Mit Eugène Dady habe ich einmal nach Wien eingeladen. Vor, ich glaube, 2, 3 Jahren ist in Wien gewesen und hat seinen Sohn mitgenommen, der auch mittlerweile Fußballer ist. Brandon Augustin habe ich mal telefoniert nach Südafrika. Jack Sidibar, der Innenverteidiger, auch telefoniert. Ja, also ich habe schon dort und da Kontakt natürlich. Ja. Peter Stöger war ja damals nicht mehr, aber davor, also ich habe schon natürlich Kontakt mit einer oder anderen. Ja, die damaligen Spieler, ich lese kurz vor, der Ehrenhalber für die Finalisten, der Željko Pavlović ist im Tor gestanden, dann der Željko Milinović, Jürgen Panis, Bernhard Muhr, dann dein genannter Jack Sidibar, Klaus Roseano, Jürgen Pichhorner, Herbert Grassler, Eugène Dady, Brandon Augustin, Michael Melem, Markus Weißenberger und Christian Stumpf. Das waren die Finalisten von damals. Der gesamte Kader, ja. Genau. Ja, dann sind die meisten Klasse-Burschen, muss ich sagen. Also eigentlich fast alle Klasse-Burschen. Man hat ja immer, wie überall, ist man mal mit jemandem ein bisschen enger und manchmal mit jemandem halt. Aber so war die Kameradschaft eigentlich immer sehr, sehr gut, muss ich sagen. So, der LASK steht jetzt wieder im Finale, deswegen eben der Bogen ins 2021er Jahr. Wir haben jetzt Siegendorf geschlagen, Wörgl geschlagen, ASK Elektra Wien geschlagen und dann haben wir noch Austria Klagenfurt 5:3 in der Verlängerung besiegt und den WAC auswärts mit 1:0 niedergerungen. Jetzt im Finale sind wir Top-Favorit gegen Red Bull Salzburg. Wie siehst du das? Ja, also die Favoritenrolle wird dann jeder wahrscheinlich da jetzt den Salzburgern geben. Ja. Zu Recht auch. Ja, muss man ja ganz klar sagen. Wäre man ja vermessen, wenn man jetzt sagt, ist man Favorit. Ja, aber ja, ich sage trotzdem, Chancen gibt es, ganz klar. Man ist jetzt nicht super, super Außenseiter, sondern man ist Außenseiter mit Chancen. Und solche Spiele haben oft eine ganz eigene Dynamik, eigene Gesetze. Der LASK hat es ja auch bewiesen, so spezielle Spiele gut zu absolvieren. Ja? Und ich denke, dass das die zwei Mannschaften, für mich interessantesten Mannschaften jetzt in Österreich aktuell sind, auch wenn Rapid vor dem LASK ist. Aber von der Mannschaft, von dem wie gespielt wird, ist für mich der LASK auch am Spaß. Vielleicht habe ich auch mehr Fokus ein bisschen am LASK, kann auch sein. Aber für mich sind das zwei Mannschaften, wo es spannend wird. Ja? Ja, wird ein spannendes Spiel, glaube ich. Wie würdest du die Chancenverteilung in Prozenten sehen? Ja, schon 70:30 für Salzburg, was ja heißt, bei 10 Spielen, 7 Spiele gewinnt Salzburg, 3 LASK. Also vielleicht ist eines von den Spielen, ist es jetzt das Cup-Finale. Und von daher gibt es immer wieder Chancen. Ja, also ja, dem LASK die Daumen, auf alle Fälle. Ja, wir zeichnen das Video heute ist Montag, der 12. April auf. Wir spielen dieses Wochenende gegen Salzburg. Wäre es da taktisch vielleicht gut, Schwäche vorzuspielen und dort noch zu verlieren und damit dann das Cup-Finale wirklich drüber fahren und wirklich dann die volle Stärke ausspielen? Ja, ich glaube, diese Tipps wird der Trainer nicht annehmen von LASK. Ja. Also, wäre natürlich wahnsinnig gefinkelte Situationen, würde er da machen. Ja. Schwäche vortäuschen, eine Lähmung antäuschen quasi und dann mit rasender Geschwindigkeit das nächste Spiel spielen. Nein, wird natürlich nicht so sein. Ja. Und man kann nie wissen, was ist ein Vorteil, was ist ein Nachteil. Ja. Man kann sich auch jetzt eine gute Situation schaffen, auswärts und mit dadurch erhöhtem Selbstvertrauen dann das nächste Spiel spielen, weil sie sehen, okay, da sind wir mit dabei. Oder es ist Mut der Verzweiflung, wo man sagt, okay, das haben wir ausgeklärt, beim nächsten Mal machen wir es besser. Also wie auch immer, man dreht und wendet, nachher ist man klüger. Ne? Deswegen denke ich, dass hier beide Spiele ernst genommen werden, nicht nur das Cup-Finale. Ich gehe auch davon aus, weil der zweite Platz in der Meisterschaft auch noch ganz wichtig ist. Ja, genau, das Spiel kommt noch mit dazu. Ne? Genau. Ja, wie wir Salzburg zu schlagen, wie kann man das angehen? Sie haben unfassbare Stürmer. Was sollte man machen? Ich glaube, dass man wirklich sehr, sehr akkurat spielen muss. Ja? Dass man sehr, sehr am Punkt genau, dass man wahnsinnig wach sein muss gegen diese Mannschaft. Ja? Dass man sehr, sehr eng dran stehen muss, wenig Platz geben muss. Ja? Ich kann jetzt nur jetzt mit Österreich, Dänemark, jetzt dieses Spiel war ja jetzt gerade eben, dass sie denen da forsch gespielt haben.
wie eng sie am Mann waren, wie mit welcher Dynamik da war. Ich glaube, dass man diese Tugenden hier bringen muss. Ja. Wenn man auf Abwarten spielt und dann wird das schwer werden. Ja. Man muss wirklich scharf sein, muss ja eine nötige Aggressivität mit ins Spiel bringen, glaube ich. Und wirklich die versuchen, die Räume wahnsinnig eng zu machen. Ja. Das ja, glaube ich, wenn man dran ist, dann gibt es Möglichkeiten. Für mich gibt es Möglichkeiten des Ballgewinns, gibt es Möglichkeiten des Umschaltens. Dadurch auch, dass man selber aktiv werden kann. Wenn man so Passagier ist und passiv ist, glaube ich, dass es gegen Salzburg nicht reicht. Ja, dann hoffen wir da mal auf alle Fälle das Beste, dass wir das zusammenbekommen. Was hältst denn du allgemein von der Entwicklung des LASK die letzten Jahre? Ich meine, der Weg Regionalliga in die Bundesliga, in die Europa League zum Gruppensieg sogar letztes Jahr der Europa League. Also schon sensationell. Wie hast du das verfolgt? Ja, ich glaube, dass einfach ja, der LASK halt durch warum auch immer, man kann jetzt da viele Schuldige finden oder auch nicht. Es hat einfach nicht funktioniert eine gewisse Zeit lang. Und dann haben sich Leute zusammengetan, die zu diesem Zeitpunkt genau die richtigen waren, glaube ich. Ja. Und die haben dann den Startschuss gegeben, ja, indem sich da Freunde des LASK gefunden haben. Ja. Und da den Karren wieder aus dem Dreck geholt haben, meiner Meinung nach. Und aus diesem Freundes-LASK gibt es dann immer einen weiteren Prozess und wieder einen Prozess und wieder einen Prozess, wo sich halt jetzt die herauskristallisiert haben, die momentan das Ruder halt wirklich in der Hand haben, die das halt dann jetzt auch gut machen. Ja? Und klarerweise muss ja was gut funktionieren. Ja? Es wird ja dann trotzdem wieder gespielt in Ergebnissen und in Tabellenplätzen. Und so weiter. Also da müssen ja die Dinge gut laufen. Ich weiß auch, dass wirklich sehr viel in kleinen Details gedacht wird, dass jetzt sehr viel Ehrgeiz dahinter ist, den Verein wieder wirklich, wirklich konkurrenzfähig weiterhin zu belassen, beziehungsweise noch zu verbessern. Ja, man hat größere Ziele. Und ich finde es auch gut, dass die Ziele weiter gesteckt werden, als vielleicht momentan die Kanonen schießen, wie es so schön heißt. Und finde ich gut, ja, dass da Ziele da sind. Ja. Und dass die Bestrebungen da sind, dass das weiterhin noch besser zu machen. Also die Entwicklung ist sehr gut. Ja, ja, ich glaube, viele sagen ja auch, das Management ist in der Hand vom Herrn Gruber, dem Präsidenten, der kennt sich mit Geld aus. Der Jürgen Werner als Vizepräsident, das ist natürlich der Mr. Fachmann im Fußball. Der hat einen guten Kader zusammengestellt. Wer fällt dir denn aus dem aktuellen Kader besonders gut auf? Gernot Trauner, James Holland, René Renner, Peter Michol, Alex Schlager. Wer kommt dir so? Ja, ich weiß nicht. Mir gefällt Trauner gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist ein ehrlicher Kerl, finde ich. Auch eine ähnliche Frisur wie du? Ja, vielleicht ist er auch Sympathie vorhanden deswegen. Nein, ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp auch gewesen als ich, aber nein, er macht es einfach mit ganz viel, wie soll ich sagen, ja, die Einstellung ist fantastisch von ihm, ja, also, wie er auch redet über Fußball, das gefällt mir, ist da relativ unaufgeregt, bringt immer seine Leistung, ist auch seine Spielweise an sich als Verteidiger gefällt mir gut, ja, ich meine, er ist ja auch, nehme ich an, bei den Fans sehr beliebt. Also mir gefällt so, also die bodenständige Art auch, wie er das anlegt. Ja, wünsche natürlich alles Gute. Ja, ja gut, dann machen wir einen kleinen Themenschwenk zu dir, privat oder wiederum beruflich. Du bist ja, wie du vorher gesagt hast, Spielerberater. Wie kann man sich diesen Job vorstellen? Was macht dir besonders Freude dran eigentlich? Ja, also mir macht am meisten Freude, wenn ich die Spieler an sich, ich mag Menschen grundsätzlich, ja, also ich habe gern mit Menschen zu tun und gerade mit Fußball natürlich im Speziellen, weil natürlich man sich selber auch immer wieder entdeckt und Parallelen sieht, die man dann den Spielern schon sehr gut mitgeben kann, ja, und jeder Mensch ist da anders, hat andere Ausrichtungen, andere Ziele, aber trotzdem gibt es Parallelen und ich denke, dass ich da mit dieser Erfahrung schon sehr hilfreich sein kann und wenn ich merke, dass hier die Ansätze meinerseits richtig waren und ich diese nötige Unterstützung im Spiel gegeben habe, wo das Ergebnis dann zu sehen ist, die Entwicklung zu sehen ist und dann macht es mir Spaß. Ja, dann habe ich eine Riesengarde dabei, dann schaue ich mir das Spiel an und da geht mir natürlich das Herz auf, macht mich auch stolz dann ein bisschen mitgewirkt zu haben. Da freut man sich dann mit, wenn der ein Tor schießt oder wenn er... Ja, natürlich, selbstverständlich. Es geht auch für mich darum, dass man nicht etwas besser redet, als es ist, aber es geht für mich um Entwicklung. Da gehört auch, finde ich, auch die klare Ansage her.
ja, wie was momentan steht. Ja, wenn es einmal nicht so läuft, muss man das genauso sagen können. Und das macht mir schon Spaß, eine Entwicklung zu begleiten. Das ist neu, das macht mich neugierig, das ist spannend. Und da seine Einflüsse mit hineinzugeben, in die Waagschale zu werfen. Und das macht Spaß, ja, das macht mir Spaß. Der Job des Spielerberaters ist ja ab und zu in den Medien sehr negativ diskutiert und man sagt ihnen nach, denen, ja, die wollen alles transferieren, damit sie daran partizipieren und Geld verdienen. Also der Beruf des Spielerberaters wird oft medial sehr schlecht dargestellt. Was kannst du da dazu sagen? Ja, ich glaube, dass grundsätzlich einmal natürlich da einige schwarze Schafe gibt, muss ich ehrlich sagen, ja, die auch völlig ahnungslos sind in der Materie an sich, ja, die Fußball von, ja, weiß ich nicht, vom Computerspielen kennen, ja, und von ein bisschen halt zuschauen und da natürlich das sehr, sehr, sehr als Geschäft sehen, ja. Ich kann das von mir nur sagen und ich kenne auch einige Kollegen, die das genauso halten und leben, dass mir schon der Fußball hier einfach an erster Stelle steht. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich schon eine wunderbare Plattform ist, wo man Ausreden finden kann und die Verantwortung abstreifen kann, wenn was nicht funktioniert. Ja. Von Vereinsseite aus sind dann immer irgendwelche Manager schuld. Kann man so machen, aber ich glaube, wenn man das Heft in der Hand hat, dann würde das auch nicht passieren. Deswegen sage ich, es ist natürlich, hier ist die Wahrheit wieder in der Mitte. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, dass der Job wichtig ist für Vereine, für Spieler. Wenn man es richtig ausführt und richtig ausübt, ja, dann ist es auf jeden Fall ein produktiver auch ein Job oder eine Profession, die auch dem Verein helfen kann. Ja, ja sicher. Die heutigen Jungprofis, wenn du die dir so ansiehst, diese Instagram- und Facebook- und Snapchat-Generation, die besten Spielerprofile und die immer die besten Fotos auf ihren Social-Media-Plattformen präsentieren. Ja. Wie würdest du diese Fußballergeneration, die aktuelle, mit deiner damaligen vergleichen? Sind die heute nicht mehr so fokussiert oder ja, der Druck entsteht oft? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es sehr, sehr ähnlich ist. Ja, ich glaube, dass keine großen Unterschiede sind, sondern die Menschen an sich, die Zeit geht weiter, die ganze Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Nicht nur die jungen Fußballer, sondern auch die jungen Lehrer sind jetzt vielleicht anders, weil du ja Lehrer bist, sind ja jetzt vielleicht anders als vor 20 Jahren. Insofern glaube ich, dass da kein großer... Klar, es gibt andere Komponenten, andere Sachen am Einzug gehalten, die es vorher nicht gegeben hat. Und die wollen natürlich jetzt auf Instagram wunderbar rüberkommen, mag sein, aber wir sind früher auch vom Spiegel gestanden und haben uns die Haare gerichtet und wollten lässig sein. Also von daher glaube ich, also glaubt man jetzt bei mir nicht, aber hat ja auch meine Haare. Aber wir wollten auch lässig sein und ich glaube, dass die Unterschiede eigentlich sehr gering sind. Ja. Wie gesagt, die Zeit ist eine andere, aber die Menschen waren genauso, hat es genauso fokussiertere Spieler geben und weniger. Und ich glaube, dass die Unterschiede, ich habe mit vielen jungen Spielern zu tun. Und da sind ganz viele klasse Burschen dabei und macht total Spaß mit denen. Sind auch witzig. Ist alles da, alle Facetten da. Ja. Ist nichts und verloren. Die hören auch zu und lassen sich auch beraten und sind nicht. Ja, schon, natürlich immer unterschiedlich. Ich meine, klar gibt es Sturköpfe und Dinge, aber hat es damals genauso gegeben. Ja. Ich mag ja das, wenn die Menschen nicht alle gleich sind. Von daher passt das gut. Ja. So, zum Abschluss noch. Wenn das neue Stadion vielleicht wieder, also in 2 Jahren ungefähr steht, und wenn Corona hoffentlich da dann schon vorbei ist, wird man dich vielleicht wieder treffen im Stadion? Könnte es sein, dass du mal in einer Fankurve anzutreffen bist, wenn wir vielleicht gerade gegen Rapid spielen? Ja. Ich bin mir ganz sicher, dass ich im Stadion sein werde, egal wie auch immer das dann vonstatten geht. Ja. Würde man mir das sicherlich sehr gerne anschauen, wie das neue Stadion ist. Aber auch beruflicher Hintergrund ist natürlich so, dass ich schon das eine oder andere Spiel auch mir ansehen muss, ja, oder auch kann, darf. Ich hatte das letzte LASK-Spiel, haben für mich Linzer Freunde, mit denen ich sehr gut befreundet bin, jetzt dem zu mir gesagt, okay, Jürgen, wir kommen nach Wien, wir haben Karten, wir müssen nicht mitgehen ins Stadion. Das war aber schon länger her, so, ich glaube so 1,5 Jahre in etwa. Und da hatte ich eben ein LASK-Spiel gesehen. Ich wusste nicht, welche Karten es sind. Das waren letztendlich dann Karten im LASK-Fansektor. Ja, das war dann für mich sehr, sehr witzig zum Anschauen. Ja, sonst. Ja, gut, ich meine, ich bin jetzt so oft im Fansektor, das ist auch verständlich. Ja. Aber es war witzig, es war gut. Ja. Es hat auch echt Spaß gemacht und dann war auch eine gute Stimmung. Und ja, fühle mich ja wohl bei den Schwarz-Weißen. Ja.
Ja, wo fühlt man sich jetzt wohler? In einem VIP-Club als Berater, wo es gutes Essen gibt und hervorragende Getränke? Oder fühlt man sich dann doch in der Kurve? Eben wie bei diesem einen Rapid-Lask-Spiel, wo ist es angenehmer? Naja, das Leben ist halt auch unterschiedlich und das eine ist genauso schön wie das andere. Ja. Genau, es ist ja schön, wenn man mal gemütlich sitzt und ein kurz Happy hat, ist sicher nicht so schlecht. Ja. Und genauso lässig ist, wenn man im Stadion ist und da die Aggressivität oder sagen wir mal diese Dynamik, die Leidenschaft spürt und da mitgeht und natürlich dann plötzlich der Puls auch, plötzlich 20 Schläge mehr geht, ja, weil so ein Bramborium da vonstatten geht und beides ist gut. Ja. Wenn das Leben immer so einseitig wäre, wäre es eine Fahrt. Ja, beides würde ich gerne auch in Zukunft in Kauf nehmen. Ja, das sehe ich genauso. Also ich habe auch des Öfteren beides schon erlebt und es ist wirklich beides sehr annehmlich. Du, zum Schluss, welche Botschaft hast du an uns LASK-Fans, an den LASK hinsichtlich dem Finale und allgemein an unsere Fanclubs, die das Video heute schauen? Und was ist dein Tipp im Finale? Ja, also zunächst möchte ich wirklich dem LASK weiterhin alles Gute wünschen. Die Fans sind auf einem tollen Weg wieder und sag, wie ich habe es eh schon eingangs, in Oberösterreich ist man und Linz im Speziellen, sind mir ans Herz gewachsen, sind sympathische Leute, sind eine gute Stimmung auch in dem Stadion und deswegen wird auch nicht alles so eng sehen, wenn einmal was nicht so läuft und ich habe es genauso gehört auch. Ja. Ein Verein macht die Gesamtheit aus, die Spieler, die das Ganze führen, die Zuschauer und die Fans, das ist das, was ein Verein ausmacht. Und das sollte ein Miteinander sein und auch nicht dauernd immer so streng, und sondern auch miteinander, das auch schlechte Zeiten wie in guten Zeiten. Ich glaube, der LASK ist auf einem guten Weg. Ich wünsche den LASK weiterhin viele gute Spiele, die LASK-Spieler absolvieren hoffentlich. Ja? Und dass die Gemeinde des LASK nochmal wächst und dass ihr super Einzug hält ins neue Stadion. Und in der jüngeren Zukunft einfach alles Gute fürs Finale. Toi, toi, toi von meiner Seite. Ich drücke euch offiziell die Daumen. Ja. Dein Tipp? Mein Tipp, ja. Tipp. Also wenn ich sage, ich hoffe, dass LASK gewinnt, dann tippe ich auf einen Sieg und sage mal 3-1 für den LASK. Das wäre natürlich hervorragend. Das ist fantastisch. Fantastisch und vielleicht gelingt es. Ja. Ich schaue mir das Spiel an im Fernsehen natürlich. Genau, am 1. Mai in Klagenfurt wird es stattfinden. Und dann schauen wir, dass wir das gewinnen. Jürgen, jawohl, herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne, sehr gerne. Hat mich gefreut, wieder aus Linz zu hören. Und ja, wie gesagt, hat mich gefreut. Sehr, sehr gut. Ja, ja, danke dir. Liebe Zuseher von seit 1908 von Reini trifft, danke für euer Interesse. Das Video bitte teilen, schickt es an eure Freunde weiter. Ein Daumen hoch würde mich auch freuen. Und bleibt sportlich, bis nächstes Mal. Danke, pfiat euch, pfiat die Jürgen. Bitte, ciao, macht es gut, ciao. Ciao.